Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute lüften wir ein kleines Geheimnis, denn ich habe hier ein geheimes Tradingbuch, in dem die Strategie steht, mit der man hundertprozentig immer Erfolg hat. Und was das für eine Strategie ist, das gibt es jetzt im Video. Okay, das war natürlich ein kleiner Spaß. Das ist natürlich kein geheimes Trading-Tagebuch, sondern das ist mein Trainingsbuch. Also nicht Trading, sondern mein Trainingsbuch. Das ist das Büchlein, was ich immer mit ins Fitnessstudio nehme. Ihr kennt das ja vielleicht. Es gibt viele, die im Fitnessstudio sich ganz einfach so aufschreiben, was sie da so machen. Und ich war heute im Training, und also im Fitnessstudio, habe trainiert und da ist mir anhand dieses Büchleins etwas aufgefallen, was auch sehr viel mit Trading und auch hier mit Optionstraining eben zu tun hat. Was ist passiert? Folgendes: Ich habe seit ungefähr 3-4 Monaten keine Beinpresse mehr gemacht. Ne? Das ist so ein Teil, da liegt man so drin und muss dann so ein paar Gewichte wegstemmen. Und das habe ich einfach seit 3 oder 4 Monaten nicht gemacht. Und heute habe ich es mal wieder gemacht und fühlte mich eigentlich recht gut unterwegs und habe dann schön Gewicht aufgeladen, habe trainiert. Und nachdem ich dann fertig war, hatte ich so das Gefühl, wow, heute hast du so richtig was geleistet, und ging dann quasi mit stolz geschwellter Brust, oder besser gesagt mit stolz geschwellten Oberschenkeln, von dieser Maschine weg und hatte irgendwie so das Gefühl, ich glaube, das war heute deine persönliche Bestleistung an dieser Maschine. Und habe mir das natürlich hier schön dann in mein Büchlein aufgeschrieben und saß dann allerdings mal so da und habe so zurückgeblättert und habe dann gesehen, dass ich tatsächlich schon mal vor 3 oder 4 Monaten eben, als ich das letzte Mal an der Maschine war, 15 Kilo mehr gemacht habe auf dieser Maschine. Das heißt also, ich war einer Illusion erlegen. Ich hatte heute alles andere als meine Bestleistung, sondern ich war schon mal vor 3 Monaten viel, viel besser. So, jetzt geht es natürlich nicht darum, hier besser zu sein oder nicht, sondern mir geht es um was anderes. Und zwar, im Trading ist es natürlich auch oftmals so, dass wir häufig gar nicht mehr wissen, was haben wir denn vor 2, 3 oder 4 Monaten gemacht. Und im Trading ist es aber natürlich wichtig, dass wir uns immer wieder kontrollieren, dass wir einfach schauen, was funktioniert denn und was funktioniert denn nicht. Und aus dem Grunde empfehle ich immer allen, und wir machen das hier bei uns im Büro auch, dass wir uns die Trades aufschreiben. Und zwar nicht eben einfach nur so, dass man sagt, man zieht sich jeden Tag irgendwie mit Hilfe eines Programmes die Trades aus dem Kontoauszug heraus, also eben aus der TWS oder wo auch immer ihr eure Brokerkonten habt, sondern dass man das wirklich entweder per Hand oder eben in eine Excel-Tabelle aufschreibt und sich dann ein paar Bemerkungen dazu macht. Und zwar folgende Bemerkungen. Wenn man einfach mal schaut, was könnte man in so ein Trading-Tagebuch einschreiben? Da könnte man zum Beispiel erstmal natürlich, was hat man gemacht? Ne? Also hat man einen Call verkauft, einen Put verkauft und so weiter. Die üblichen Sachen, was jetzt jeder vermuten würde. Es geht aber auch um so Dinge, dass man sagt, warum habe ich denn beispielsweise jetzt hier diese Option gehandelt? Also welche Strategie habe ich denn hier gemacht? Wer jetzt nur eine Strategie immer anwendet, also wer jetzt beispielsweise sagt, ich verkaufe immer nur Short Puts im Aktienmarkt, naja gut, dann weiß er, wenn er sich seine ganzen Kontoauszüge anschaut, sich die einzelnen Trades anschaut, warum er das gemacht hat. Wer jetzt allerdings mehrere Strategien handelt, der eine macht vielleicht Earning Trades, der andere macht Short Puts in steigenden Märkten, der andere macht Counter Trends mit Optionen, was auch immer. Ne? Aber wer eben mehrere Strategien gleichzeitig handelt, wenn ihr das selber macht und ihr würdet mal rückwirkend in eure Kontoauszüge reinschauen, ich persönlich kann nicht mehr sagen, warum ich vor 4 oder 5 Monaten irgendeinen Trade gemacht habe. Wenn ihr Future Optionen handelt, vielleicht auch nach den Modellen, wie wir sie machen, dann wisst ihr dann wirklich noch, wenn ihr in den Kontoauszug reinschaut, ob das jetzt nach BPTM-Modell war oder ob das jetzt nach Commercial Index oder saisonalen Trend war. Also das weiß man nicht mehr. Und das Problem dabei ist, wenn man das nicht mehr weiß, dass man am Jahresende ein Ergebnis hat. Mit dem Ergebnis kann man jetzt zufrieden sein oder vielleicht auch nicht zufrieden, aber man kann nicht in die Details hineingehen und mal untersuchen, was hat denn dieses Jahr gut funktioniert und was hat denn nicht so gut funktioniert. Wenn ihr also beispielsweise sagt, okay, ihr habt am Jahresende ein Ergebnis, euer Konto ist um so und so viel Prozent angestiegen. Super. Aber jetzt habt ihr vielleicht 3 verschiedene Strategien gehandelt. Könnt ihr dann wirklich sagen, dass jede Strategie genau ein Drittel dieses Ergebnisses gebracht hat? Oder hat vielleicht eine Strategie 80% der Ergebnisse gebracht,
eine Strategie hat ein bisschen was gebracht und die andere Strategie hat komplett verloren, wäre das nicht eine Information, die wichtig wäre? Und so wie mir es hier im Training heute ging, nämlich, dass ich das einfach verdrängt hatte, mir war es nicht mehr bewusst, dass ich eben schon mal was anderes oder schon mal mehr gemacht hatte, so ist es natürlich auch im Trading. Und wenn ihr euch einfach mal überlegt, dass wir im Jahr 100, 200, 300 Trades machen, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel auf ein Jahr betrachtet, aber wenn ihr rückwirkend so eine Liste euch anschaut und ihr habt euch keine Details aufgeschrieben, dann ist es sehr, sehr schwer, das Ganze nachzuvollziehen. Und aus dem Grunde würde ich euch wirklich empfehlen, macht euch die Mühe, setzt euch hin und macht euch zum Beispiel eine ganz normale Excel-Tabelle und schreibt euch jeden Tag eure Trades ein und schreibt euch da auch ein die Dinge, die euch wichtig sind. Ihr müsst das ein bisschen probieren. Für jeden ist was anderes wichtig. Der eine schreibt ihm jetzt rein den Wochentag, weil er sagt, er will herausfinden, ob das Trading an bestimmten Wochentagen sich lohnt. Schreibt euch ein, ob ihr die Positionen adjustieren musstet oder ob ihr sie nicht adjustieren musstet. Wenn ja, was habt ihr gemacht? Was ist da rausgekommen? Wenn ihr zum Beispiel am Ende des Jahres feststellt, hey, durch diese Adjustierungen habe ich mein Trading-Ergebnis um 20% verbessert, dann wisst ihr, an dem Punkt könnt ihr weitermachen. Wenn ihr feststellt, die Adjustierungen haben euch nichts gebracht, dann könnt ihr das auch bleiben lassen und könnt sagen, okay, ich adjustiere nicht, sondern gehe an einem bestimmten Punkt in einem Mistrade einfach raus. So, ihr könnt euch die Volatilitäten aufschreiben. Natürlich, welche Strategie habt ihr gehandelt und so weiter und so fort. Macht euch die Mühe. Es lohnt sich jeden Tag diese 5 bis 10 Minuten, weil mehr ist es ja nicht. Es sind 5 Minuten vielleicht, die man am Tag braucht. Setzt euch hin, schreibt euch das auf. Es ist sehr, sehr schwer, das im Nachgang nochmal herauszufinden, warum habe ich jetzt diesen Trade gemacht. Sondern macht es jeden Tag, macht es einfach mit zu eurer Morgenroutine, schreibt es euch auf. Dann könnt ihr am Ende des Jahres oder im Quartal oder im Halbjahr, wie auch immer, sehr, sehr interessante Rückschlüsse daraus ziehen. Und ihr werdet sehen, dass sich dadurch euer Trading verbessert, weil ihr einfach Vergleichsmaßstäbe habt und nicht so blind, wie ich heute im Fitnessstudio durch die Gegend macht, sondern weil ihr einfach wisst, was habe ich getan, woran muss ich arbeiten, wo war ich schon mal, wo will ich hin. Das heißt, ihr könnt immer feststellen, wo stehe ich denn jetzt hier gerade. Das war der kleine Tipp von heute. Also wie gesagt, geheimes Büchlein ist es nicht, ganz normal. Ihr könnt das genauso machen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt ihr euch solche Sachen auf? Wenn ja, wie macht ihr das? Schreibt mir das Ganze unten in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.